Himmlische Superhits auf Radio SAW. Der brasilianische DJ Alok war letztes Jahr vom DJ-Magazin zur Nummer 1 in Lateinamerika und zur Nummer 4 in der Welt gekürt worden. Sein Song Deep Down war wochenlang auf Platz 1 der Billboard Dance Charts und All By Myself lief in allen Radiostationen rauf und runter. Überhaupt war 2022 für ihn ein super erfolgreiches Jahr. Mit seinem Song Work With My Love, seiner ersten Single in diesem Jahr, konnte er an diese Erfolge auch anknüpfen und er hat sich einen Partner ins Boot geholt, den Singer-Songwriter James Arthur. Und wie gefallen euch die beiden als Combo? Meine Liebe ist unmöglich, so schwer zu kontrollieren. Mein Herz ist eine schöne Art Abrissbirne. Es ist ohne Zweifel eine nicht ganz gewöhnliche Art und Weise, seine eigene Liebesfähigkeit zu beschreiben. Meine Liebe ist so eine Art Abrissbirne. Aber so sind sie halt drauf. Und es ist ja, so die Liedzeile in der ersten Strophe, eine schöne Art Abrissbirne. Ich weiß, ich werde ein bisschen verrückt, außerhalb meines Kopfes. Ja, vielleicht ist es zu viel. Aber wenn du wirklich mit mir zusammen sein willst, musst du mit allem umgehen, was ich habe. Nein, die Sache mit der Abrissbirne ist offenbar kein Witz. Im Gegenteil, es steht eine ernste Frage dahinter, nämlich die, ob dein Partner dich überhaupt aushalten kann. Und so eine Frage hat immer zwei Seiten. Bin ich auszuhalten? Und ist deine Liebe groß genug, mich auszuhalten, so wie ich bin? Selbst wenn ich manchmal so brachial zerstörerisch sein kann, wie eben dieses brachiale Werkzeug, das ganze Häuser zum Einsturz bringt. Kannst du mit meiner Liebe arbeiten? Kannst du mit meiner Liebe arbeiten? Tja, kannst du das? Willst du das? Willst du mit dieser meiner Art zurechtkommen und daran arbeiten, dass wir zusammen durchs Leben gehen? Mehr als das, mehr als diese Frage gibt der Text nicht her. Aber hey, so eine Frage mal auszusprechen, nachdem man selbst in den Spiegel geschaut hat, das reicht ja auch an Stoff für ein anständiges, ehrliches Gespräch unter Liebenden, oder? Aus der Kirchenredaktion, Oliver Weiland, Radio SAW.